Oh, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold! Mit dabei ist wieder Jessicas. Jessicas ist hochmotiviert. Ja, er ist hochmotiviert. Eigentlich können wir hier so durch. Ah, ne, gar nicht wahr. Wir müssen. Das ist wohl nichts drin. Ich glaube, wir müssen die besiegen, damit wir weiterkommen, ne? So, was hast du zu sagen? Ich werde dich fertig machen! Gleich versetze ich dir einen Schlag! Jau! Ach ja, genau, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich vielleicht den Speed runterstellen soll, weil die Melodien dann so kaputt gehen. Eigentlich hätte ich damit kein Problem, das Problem ist, es wird dann alles so langsam. Aber gut, ich werde es mal eben tun, Moment. So, hört sich schon ganz anders an, ne? Aber gut, ich werde das jetzt einfach mal runterstellen. Ich finde auch, dass die Melodien, gerade in Kanto, hört sich das alles noch relativ genial an. Weil das einfach die alten Melodien sind und das neu aufgefrischt. Also ich mag die alten Melodien auch sehr, muss ich dazu sagen. Also sonst würde ich das jetzt gar nicht tun. Was mich nur ein bisschen stört, ist alles so, das kommt dann jetzt alles so langsam vor. Elektroball hat da nochmal der Kleine. Ich muss mir gerade überlegen, was können wir am besten auf Elektro einsetzen? Boden. Jessicas kann nicht zufällig Boden attacken, ne? Nein, ich glaube nicht. Gestein kommt's? Oder? Ne, gar nicht wahr. Nein. Lass aber mal drin, passt schon. Wir machen die auch hier mit Feuertappen fertig. Vielleicht sollte ich vielleicht mal den Tech-Speed noch hochstellen. Ich weiß gar nicht, auf wie viel ich den gerade habe. Ja. Bericht. Ich guck mal gerade, ob ich zufällig ein Pokémon habe, was Boden attacken kann, aber ich glaube nicht. Doch, hier! Sky Soldier, Erdkräfte. Komm rein, mein Freund hier. Das kommt alles so langsam jetzt vor. Kreideschrei meint er hier. Also ist das hier eine Elektro-Arena. Wir werden auch noch wahrscheinlich gegen, ich glaube, Rocco werden wir auch kämpfen. Misty auf jeden Fall, das habe ich noch sehr gute Erinnerung. Arena-Leiterin von Azuria City. Dazu habe ich jetzt auch heute noch ein Bild auf Facebook gepostet. Auf meiner Fanpage da. Die ihr übrigens alle liken könnt. Like die Scheiße aus der Seite raus. Nicht Spaß. Also gut, wenn ihr wollt, könnt ihr es machen. Findet ihr in meiner Kanalbeschreibung oder hier unten in der Videobeschreibung findet ihr auch immer den Link zur Fanpage. Sowie zum richtigen Facebook-Account da. Aber auf dem werde ich nichts posten, so wirklich. Also da könnt ihr mich enden, weil es einfach cool ist. Ja, also von daher. Macht keinen Unterschied. Wenn ihr euch wirklich keine Videos mehr verpassen wollt. Wie gesagt, Abo bringt da sehr viel, aber falls ihr euch wirklich nicht so auf YouTube so viel rumtreiben solltet, das heißt die Startseite im Endeffekt gar nicht so nutzt, dann wäre eine Empfehlung für euch halt eben die Facebook-Fanpage, da werde ich jeden Tag den neuen Part halt eben posten. Zwar nicht immer direkt bei der Upload-Zeit, vielleicht ein bisschen später, aber gut, ihr verpasst da nichts dann. Also wirklich, wer alles sehen will, kann ist da ziemlich gut beraten, denke ich mal. Und ja, egal, ich schweife hier ab, wir wollen hier die Kanto-Region jetzt genießen. Und ich denke mal, das genießen wir jetzt auch einfach mal im Normalspeed hier alles. Vor allem, weil die Melodie, muss man echt sagen, Heart Gold, Soul Silver, ich finde ein wirklich sehr gelungenes Remake sind diese Spiele hier. Also wirklich, ich war ziemlich geflasht, als sie rauskam. Alleine, weil ich habe die erste Generation eigentlich so nicht wirklich gezockt, muss ich jetzt gerade mal wirklich eingestehen. Ich war einfach damals viel mehr draußen als so ein kleiner Stubenhocker, der die ganze Zeit nur Pokémon gezockt hat zu Hause. Das kam erst später, obwohl ich habe den Texttempo oben, fällt mir gerade auf. Wieso ist das so langsam dann? Muss ich mal mich schlau machen, ob ich da irgendwie sowas wie einen Cheatcode finde, wie ich hier alleine den Speed da so ein bisschen hoch machen kann. Also so, dass es nicht ganz so langsam wirkt. Oh, gleich ein Doppelkampf hinterher. Nice. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde hier cheaten oder so, aber es ist einfach so, dann ist das nicht so langsam für euch. Also im Sinne von mit dem Texttempo. Dass ich den vielleicht noch so ein bisschen hochschrauben kann, aber gut, ich glaube, so kann ich den dann auch besser vorlesen. Habe ich da weniger Probleme mit. Als wenn ich da dann immer hier einen auf Big Boss meine zu machen. Warum habe ich eigentlich Ho-Oh ganz vorne? Zwei Feuer-Pokémon bringen es nicht vorne. So, Ho-Oh setzt, ich weiß nicht, Elektro-Psycho-Attacken? Ach, gleichgültig. Komm, mach mal Blitzer kaputt. Ich mag Blitzer irgendwie auch total. Wenn ihr euch mal Blitzer so anguckt, es ist ja eine Evoli-Entwicklung. Es gibt ja eine neue Evoli-Entwicklung, die heißt Feliniara. Und ich muss dazu sagen, Blitzer ist für mich so ein aufgewecktes Kerlchen von diesen Evoli-Entwicklungen. Ganz ehrlich, von allen Evoli-Entwicklungen bevorzuge ich zwar immer noch Flamara, weil es einfach am coolsten aussieht, finde ich. Ich finde, das sieht einfach so genial aus. Also, ich weiß nicht, was? Voltabsorber? Voltabsorber? Hä? Ich habe doch gar keine Elektroattacke eingesetzt. Na egal, vielleicht wegen Pikachu. Aber egal,
Jo, auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein Video dazu hochgeladen zu dem neuen Feline Yara. Da gab es ja auf bei Nintendo Direct so ein paar 10 davon, die wurden gezeigt. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen schade, wie ich da auch erwähnt habe, dass Evoli so ausgeschlachtet wird und es immer wieder weitere Entwicklungen bekommt. Wenn es wirklich so neue Steine geben würde, wie Donnerstein. Es gab ja einen Donnerstein oder natürlich, ich glaube, der ist Donnerstein. Damit bekam man Blitzer. Dann Wasserstein, Blattstein und so weiter. Wenn es wirklich davon neue Steine geben würde, dann könnte ich eine Evoli-Entwicklung noch weiter nachvollziehen. Ich habe mich damals schon ein bisschen gewundert bei Nachtara und Cyana, dass man das mit Zufriedenheit machen muss. Also im Sinne von, fütter die einfach mal mit Proteinen voll und Eisen und was weiß ich was alles. Ziemlich kostspielig das Ganze, aber lohnt sich ja im Endeffekt. Ich meine, Cyana, Nachtara sind noch Pokémon. Es sind noch Pokémon. Ja. Also an sich, was mich auch ziemlich wundert ist, es gibt ja, ich glaube, seit der 5. Generation noch eine weitere Evoli-Entwicklung, beziehungsweise zwei. Und zwar einmal Eis und einmal Blatt, also was heißt Blatt, Pflanze. So, bei der Pflanzenentwicklung verstehe ich nicht, warum man nicht einfach den Blattstein genommen hat. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil im Endeffekt, das doesn't make sense, Nintendo. Warum am Moosfels oder so trainieren? Wenn man doch auch einfach hingehen könnte, man sagt dann so, hier, Blattstein, bam, Entwicklung. Gut, es wäre natürlich ein bisschen verwirrend, wenn man die alten Generationen spielt und dann kann man mit dem Blattstein das sich entwickeln, aber so viel Hirn sollte man besitzen als Pokémon-Spieler, um zu wissen, dass das ein 5th-Generation-Pokémon ist und dass man das dann nicht in der ersten Generation haben kann. Außer bei den Remakes, falls davon jetzt Remakes noch kommen, außer hier hört Gold, da wurde es wahrscheinlich dann alles geupdatet oder so. Das heißt, wenn du da dich mit dem Internet verbindest oder so, gibt es ein kleines Update oder so, was weiß ich. Es gab ja auch ein Update für die Heart Gold, was heißt Heart Gold? Rubin und Saphir Edition, weil die hatten ja anfangs einen Bug gehabt. Und zwar, wenn man eine Spielzeit von 999 und 99 Minuten oder so hatte, dann war folgendes, zeitbasierende Events haben nicht mehr funktioniert, das heißt, die Welt stand still. Da ging nichts mehr. Also man konnte zwar noch alles so machen, aber was weiß ich, so Beerenpflanzen oder so, ging nicht mehr. Kann ich bei meiner Rubin-Edition übrigens auch nicht mehr machen, die ich hier rumfliegen habe. Aufgrund dessen, dass die interne Batterie leer ist. Ist echt schade. Ich werde mal mich schlau machen, ob man die irgendwie austauschen kann, weil es ist ja im Endeffekt nur eine Knopfbatterie, glaube ich. Ob man die eben austauschen kann und so weiter, dann ist das ja wieder alles topfit da. Weil ich persönlich, ich mag die Rubin-Edition, auch Smaragd. Ich habe hier zweimal die Smaragd-Edition rumfliegen, habe ich vielleicht schon einige Male erwähnt. Aber gut, doppelt hält besser. ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich persönlich, die höheren Generationen kann ich sehr gut leiden. Aber hier, Johto-Kanto hier, also Silberkristall, kann ich, was heißt Silberkristall? Gold-Silberkristall kann ich sehr gut auch noch leiden, also zumindest das Remake davon. Weil ich mag persönlich, ich muss zugeben, so Schwarz-Weiß-Spiele sind nicht mehr so ganz mein Ding, aber wird alles noch LP'd auf meinem Kanal. Mal gucken, ob ich mich da irgendwie dann umstimmen kann oder so. Aber joa. Ich würde sagen, erstmal jetzt hier um die Arena noch weiter kümmern, statt hier irgendwelchen Mist vor sich hinzubrabbeln. Vor allem, mir fällt auf, wenn ich alles so langsam habe, ich schaffe viel weniger in einem Part. Wir haben hier schon 8 Minuten voll jetzt und alles ist so langsam und so. Und ja, die Arena hier, die lässt warten. Nee, Leute, ich muss das höher machen. So, das geht ja sonst nicht, das dauert ja viel zu lange so. Oh, wie schockierend. Ja, ich habe jetzt gerade mal 3 Trainer besiegt und wir haben hier schon 9 Minuten voll des Parts. Ja, ich habe die alle... Na, da muss ich doch hier irgendwo sowas anlabern. Ich glaube, irgendeiner von dem war das. Ja, ich weiß. Das findest du einen von ihnen, ist der andere nicht weit. Okay. Aber genau, was haben die zu sagen? Die müssten ja auch einen Hinweis geben. Bestimmt, weil er nicht... Was? Ja. Ja, okay. So, ich würde sagen... Nein, da ist nichts drin. Nein. Ach, einfach alle, die durchsuchen, dann haben wir das. Ja, dann hatten wir ja schon den anderen da. Wir machen es einfach logisch, chronologisch, logisch. So, zack, nein. 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 Also wird es einer von der Mitte sein. Bleiben nur noch die zwei da. Hä? Katschak! Oh, am Boden des Mülleimers ist ein geheimer Schalter.
Drück ihn mal. Na los. So, die erste Barrikade ist weg, ne? Okay, welcher wird's jetzt sein? Nein, jetzt wird die zurückgesetzt. Ach, die sind... Okay. Was? Wieso werden die zurückgesetzt? Das ist uncool, dass die hier so shuffeln. Na los, ich will hier nicht ewig aufhalten. Das erste Schloss der elektronischen Barriere wurde gelöst. Alles vor der Armee. Oh, da ist der... Die Schlösser der Elektrobären wurden zurückgesetzt. Oh, was ist das denn? Mann. Okay, aber... Jetzt wurde die schon wieder zurück... Ach, ich glaube ja, wo das hackt hier. Ich check grad nicht durch. Was soll das? Muss ich hier ein bisschen Mülleimer durchsuchen, oder was? Mann! Und immer wenn ich einen falschen auswähle, wird es wieder zurückgesetzt, oder was? Jetzt ist wieder der erste los, ne? Und was ist jetzt? No, jetzt wird's schon wieder... Das gibt's nicht! Drück ihn mal, na los! So, wir haben wieder einen. Hier versteckt. Es gibt zwei davon. Findest du einen? Findest du einen von ihnen, ist der andere nicht weit entfernt. Gut, ich hatte den jetzt hier, ne? Da muss... Geht doch! Hi! Mario Bob! Hey, Recruit! Du forderst mich zum Kampf raus, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Meine Elektro-Pokémon sind unschlagbar, die Besten der Besten. Sie heben das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich. Die haben das Schlachtfeld... Ja, okay. So, passt. Okay, hier will ich leiser, hier will ich es wieder langsamer haben, weil ich mag die Arena-Musik von Kanto mag ich dann doch wieder sehr. Also Battle-Musik hier. Die kann ich doch gut leiden hier, vor allem das Remake. Ja, mal gucken, ich werde das immer so ein bisschen switchen. Ihr seht dann immer hier diese Anzeige da. Ich hoffe, das stört euch nicht so allzu sehr. Ja. Gut. Wir haben einen großen Vorteil eigentlich. Ich hoffe, hat er überhaupt nur drei... Scheiße, ich hätte vielleicht doch mal Pokémon heilen gehen sollen wegen den AP. Weil Sky Soldier hier, der hat jetzt keine KP mehr. AP von Erdkräfte mehr so richtig. Aber gut, wir schaffen das schon irgendwie. Wir stehen das durch. Ich glaube, ich mache das jetzt so. In Kämpfen mache ich es langsamer. Und auf der Overworld mache ich es einfach schneller. Top geht. Ach, nö. Wirklich? Dein Ernst? So, Erdkräfte. Na, was ging daneben? Willst du mich verarschen? Hat er sich vergiftet? Ist gut. Das ist gut. Doppelkick. Bam. Das zieht nicht so wirklich viel, ne? Ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Egal, Gift verletzt es ja noch. Ich will mir Erdkräfte gerade noch ein bisschen aussparen. Was kann ich sonst noch auf Elektro einsetzen? Ja, nur Boden eigentlich. Uncool. Flug zieht sogar weniger. Ja. Es wird immer interessanter hier. Es geht immer weiter, auch wenn du dein Ziel erreichst. Lebt die Traum immer noch weiter tief in dir. Komm, wir frieren Pikachu einfach. Ach, reit schon einfach mal ein. Ich weiß, das ist eine dumme Idee, aber ich glaube, wir müssen jetzt einmal nur kurz was einstecken und dann beim nächsten Mal. Ja, okay, Rutsuki, das kann man ja verkragen. So, und dann frieren wir es jetzt einfach mal ein mit Eisstrahl. Nein, es war schneller, verdammt. Scheint eine höhere Initiative zu haben. Verdammt! Lapras, überlebe! Überlebe! Das ist sehr effektiv. Was?! Das geht die Scheiße daneben! Das hat 100% Genauigkeit! Mein Gott! Geht doch! Stirb jetzt! War eine dumme Idee, Lapras reinzuholen, irgendwie, weil es daneben ging. Aber wieso ging das daneben? Hat das irgendwie Doppelteam eingesetzt oder was? Sky Soldier, 44 EP. Elektroball. Pokémon wechseln. Aber nimm noch nicht Sky Soldier rein, hier. Das kann Zelda Mumie dann nochmal so, attacken. Das macht keinen Sinn, Zelda Mumie reinzuholen. Ja, komm, nimm die Chicas. Also, Seekers. Los, rein mit dir.
mach's fertig. Lass es heulen. Und zwar mit der Eruption, keine Ahnung. Eruption zählt ziemlich viel, wenn es trifft. Es hat eine ziemlich hohe Genauigkeit, glaube ich sogar. Also von daher passt das. Ich schätze, das passt vom Levelunterschied auch noch mehr her, aber wenn wir Pech haben, nicht. Sieht schlecht aus. Ah! Nochmal, Eruption! Das ist wirklich so langsam im Original. Es kommt mir alles so lahm vor. Vielleicht einfach, weil ich es jetzt gewohnt bin, dass es so schnell ist. Na egal. Passt schon. Bam, 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 bam. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ich das wirklich weiterhin so machen soll. Das ist jetzt so eine Art Projekt. Ich mache das jetzt erstmal in diesem Part nur so. Die nächsten paar, beiden Parts jetzt erstmal nicht so, weil ich nehme, wie gesagt, derzeit ziemlich viel auf Vorrat auf, weil wegen das ist halt so. Ich mache das jetzt in dem Part mal einmal so, dass ich die Kämpfe langsamer halt eben gestalte und den Rest halt eben schnell. Also Overworld und so. Das ist ja sowieso langweilig, wenn ich dann so rumlatsche. So, hoffentlich trifft jetzt Erdkräfte. Nein, Doppelteam! Dein Ernst! Wenn das jetzt nicht trifft, ne? Boah, das wär fies. Da, trifft. Gut. Stirb! Direkt dran! Was? Da hat der vorhin Dings mehr gezogen. Eruption von Sickers. Wieso? Ich check's nicht. Das ist sehr effektiv und... Ah! Finale, okay. Sickers kann es vertragen. Eigentlich eine dumme Idee, Finale einzusetzen. Ich glaube, das ist sein letztes Pokémon, oder nicht? Wie setzt der Finale ein? Idiot. Macht's mir nur einfacher. Nee, er hat noch Magneton. Gut, das ist eigentlich sehr gut, dass er Magneton hat. Er hat noch zwei Pokémon, okay. Sonst hätte ich das jetzt echt... Boah. Das wäre echt Blödheit. Also wirklich, das wäre dumm. Komm, mach Flammenwurf. Flammenwurf zieht auch ziemlich viel. Das wird, denke ich, mal reichen, weil es sehr effektiv ist, weil es ein Stahl-Pokémon ist. Und das kann dann Auabubu machen für den hier. Ja, ja, doch. So, ja, er ist down. Ja, Mann. Was hast du noch? Magneton oder so? Nicht schlecht, funktioniert nicht mehr. Electek! Oha, Electek! Ja komm, lass die Chicas drin. Gut, du glaubst nicht, du, ich bin am Ende. Ich hab noch gar nicht angefangen. Ja, glaubst du? Glaub ich das? Tue ich das? Tue ich das? Los, Hypertrank! Lichtschild, okay, meinetwegen. Ah, das ist mir ein bisschen zu lahm, wirklich. Also, ich glaube, ich mach mal... Machen wir so. Kompromiss. Das ist sonst ein bisschen echt zu langsam und der Part zu lang dann. Versuch eure Option, vielleicht klappt's ja. Friss! Wo der Levelunterschied ist gar nicht mehr so groß, ne? Hm. Nee. Hm. Walzer! Friss! Ich mach das einfach mit Walzer. Oh mein Gott, wieso war sowas irgendwie klar? Paralyse. Ich habe irgendwie sowas befürchtet, deswegen wollte ich Walzer nicht einsetzen. Weil es dann nicht seine wahre Kraft entfalten kann halt, ne? Wieso darf der zweimal hintereinander? Was ist da los? Da stand nichts von wegen paralysiert. Walzer! Ich walze dich um, Digga. Das letzte! Das macht nichts. Okay. Egal. Scheiße, das überlegen wir nicht. Nein, das wird knapp. Nein, nichts da. Egal, wir haben noch ein ganzes Team und der hat nur noch einen Lappen. Puh, was setze ich ein? Ho-oh, komm, ho-oh. Ho-oh! Sondersensoren wird, denke ich mal, reichen. Ah, das ist mies, das ist mies, das ist mies. Vogel-Pokémon. Ah, reicht. Reicht, das wird reichen. Ich denke, das reicht. Ich denke, das reicht. Es reicht, das reicht. So, ja. So, fertig. Das war's. Wir haben den Orden, denke ich mal jetzt. Da. So, 2000. Oh nein, du bist sehr stark, Rekrut. Na gut, du Wicht. Hiermit verleihe ich dir den Donnerorden. Das ist ja den Donnerorden.
Den Donnerort bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz. So, weiter geht's mit dem Geschenken. Diese wunderbaren Maschinen sollen von nun an dir gehören, Rekrut. TM34 Maschinen, will er mir mehrere geben oder was? Dieses TM enthält Schockwelle, damit kriegst du deine Gegner. Lass es krachen und banne dir damit den Weg durch die gegnerischen Reihen. Nördlich von hier gibt es übrigens eine große Stadt namens Saffronia City. Ach schade, ich hätte es jetzt so geil gefunden, wenn da jetzt Vertania City gestanden hätte. Ich habe jetzt im Endeffekt nur in diesem Part nur die Arena gemacht, ne? Ein bisschen blöd. Bum, 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 bum. Ist doch immer noch ein bisschen langsamer, weil ich es in dem Frameskip aus habe. Ah ne, das war die Stadt, die so langsam war. Hallo, willkommen, bla bla bla, dies, das, Ananas. Los! Jessica, es geht's besser, ob wir dich wieder begleiten. Yay! Wir machen einen neuen Sound. Ja, okay, das reicht. Ach ja, hier war Machomai und so. Irgendwo hier war auch Relaxo, ne? Jetzt kommt irgendwann schon die Relaxo. Dafür brauchen wir die Pokeflöte. Aber ich weiß ja, wo die ist. Kein Bock! Verdammt! Dopsy! Level 13, oh Gott. Also jetzt hätten sie schon mindestens ein bisschen hochleveln können hier. Nee, nee, nee. Was ja auch lustig ist, dass in Alabastia die Pokémon dann wirklich ein High-End-Level haben. Wirklich, Level 40 oder so. Da will ich nicht wissen, wie Ash da durch den Wald gekommen ist. Muss ja übel gewesen sein. Oh, Bummels. Bummels. Lass es bummeln. Bummels. Flammenwurf. Ich lass das jetzt erstmal wieder so schnell. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Ich weiß nicht. Wenn ihr das wirklich so langsam haben wollt, dann sagt mir in den Kommis oder... Genau, ihr macht jetzt hier unter diesem Part eine Abstimmung. Ob ich in Zukunft das immer so langsam lassen soll, bei egal welchem Projekt. Ich kann auch nicht da unten durch, ne? Der lässt mich nicht vorbei. Hi! Die Straße zum Krafter bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Leck mich. Los! Durch hier! Ach, wir sind schon in der Saffronia City. War hier nicht... Nee, hier war nicht Dings, oder? War das hier? Rocket? Nee, hier ist das Dingsbums kommen. Slip and Co., genau. Slip and Co. Ach ja, wisst ihr, was das hier ist? Das ist ganz interessant. Kann ich schon mal mitfahren? Oh nein, Zeitstoffmasse! In Kraftwerk ist eine Maschine ausgefallen. Und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Verdammt! Tja, und wer darf das Problem nachher lösen? Wer? Zapdos. Nein, Spaß. Ich darf das Problem lösen. Ach ja, genau. Wisst ihr, was das hier ist? Hi. Tag auch. Der Karatemeister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in der Höhle von Johto aufgebrochen ist. Tja, das soll vorkommen. Und wisst ihr, was das hier ist? Richtig, eine Arena. Und zwar welche? Hey du, zukünftiger Champ! Ein Trainer deines Kalibers brauche ich sicher nicht erklären, wie man mit Psycho-Pokémon umgeht, was? Ja, also mit Psycho-Pokémon geht man... Ja... Da holt man sich Käfer-Pokémon oder Geist oder Unlicht. Oder? Nee, doch. Ja, doch. Ja, doch, Käfer-Pokémon. Dafür haben wir unser ehrenwertes... Ja, ihr wisst schon. Aber diese Arena gibt es erst im nächsten Part. Weil irgendwas war hier doch. Irgendwie so ein kleines Mädchen oder so war hier noch. Ich erinnere mich da an was. Da war was. War das hier? Ich glaube, das war hier. Ja doch, das war hier. Tetsuya, hallo! Bist du ein Fan von Pokémon? Tetsuya, hey, ich habe dich zuerst gefragt. Hä? Was soll das hier werden? Du bist echt komisch. Nachahmerin. Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist doch meine Lieblingsbeschäftigung. Ist das nicht lustig? Also ich finde das lustig. Müsst ihr zugeben, das ist lustig. Also ich finde das lustig. Ich finde das echt lustig. Die sieht jetzt aus wie ich. Oh mein Gott, mich gibt's zweimal! Nein! Na egal. Irgendwas war aber trotzdem noch mit der. Das weiß ich. Aber ich glaube erst, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Ey, du bist im Weg.
Können wir schon in die nächste Stadt reingehen? Kann ich jetzt hier fliegen oder muss ich erst ins Pokémon Center gehen? Fliegen. Ja, ich kann hier fliegen. Frag mich, ob ich schon in die nächsten Städte so rein kann. Weil dann würde ich jetzt schon mal so in die nächste Stadt so rennenlaufen. Bevor ich die Arena jetzt hier mal anfange. Warte mal, wo führt denn das nochmal gleich hin? Ich glaube, ich weiß es noch ungefähr. Aber ich weiß den Namen der Stadt nicht mehr. Ach, ich kann hier sogar durchfahren. Ist ja cool. Oder auch nicht. Du kriegst sie nicht auf. Sie ist versiegelt. Nein. Prismania City. Hier ist alles so nah beieinander. Ist euch das mal aufgefallen? Ach ja, wir haben hier auch noch eine Arena. Warte. Da unten. Irgendwo hier unten. Ach, komm schon. Nicht? Nicht? Nö. Und cool. Also ich muss sagen, Kanto ist ziemlich nah beieinander. Kaum Routen scheinbar. Da ist die Arena. Aber ich glaube, da komme ich noch nicht rein jetzt, oder? Wie will ich da hinkommen? Ach ja, hier. Zerschneider. Das sieht aus, als könnte er eine Kopfnuss vertragen. Ist halt nicht lustig. Ich glaube, wir gehen erstmal so ein bisschen auf Erkundungstour hier. Wäre auch kurz cool. Statt die Arena sofort zu machen, können wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Kann ich schon rein? Ich kann schon rein. Also, wie ihr seht, ist es hier wirklich relativ egal, wo man lang geht. Man kann Arenen machen, so wie es einem lustig, wie es einem gefällt. Es gibt hier keine klar gegliederte Ordnung. Ist doch cool, oder? Finde ich cool. Okay, da können wir jetzt auch hinfliegen. Gucken wir mal schon mal. Ach, ich gehe erstmal ein paar Städte noch erkunden jetzt. Ich habe jetzt gerade Bock dazu. Scheiß drauf, ob der Part jetzt länger wird oder nicht. Dafür habe ich doch ein bisschen an der ersten Arena jetzt getrödelt, weil wegen da jemand das so wollte. So, gehen wir mal ein paar Städte erkunden. Route 16. Dadurch. So, was haben wir hier so Schönes? Ah ja, genau. Verdammt! Da, sowas von verloren, das spüre ich. Das spüre ich von... Das spüre ich in meinen kleinen Zehen. Ja. Wollen wir ihn mal battlen? Wir battlen ihn. Also hier wirklich, man kann hier rumlaufen, wie man will, wie man eigentlich lustig ist. Und die Arenen, ja, die kannst du dann machen, wenn du willst. Ist auch cool. Finde ich cool, finde ich echt cool. Das habe ich damals gar nicht so realisiert. Ich habe einfach durchgezockt. Einfach jede Arena nach der nächsten. Egal, wo ich hingegangen bin, ich bin einfach irgendwo hingegangen und dann eine Arena nach der nächsten gemacht. Wieso bin ich eigentlich jetzt vor seiner Schnauze nochmal hingefahren? Kommst du aus Johto? Ich komme aus Johto. Ich bin aus Johto! Smogon! Oh, ne, Smogmog. Smogmog. Oh, das Team Rocket. Das Team Rocket typische Pokémon schlechthin. Wirklich, das ist einfach nur typisch. Ah. Oh. Oder hier, wer kennt's auch aus der Serie? Ja, ist er. Nicht Jesse, sondern James mit seinen. Lass mal deine Nummer rüberwachsen, Junge. Was bist du hier für ein aggressiver Kerl, du? Ich finde diesen Radweg cool. Der sieht auch richtig cool gemacht aus. Nein, Doppelkampf! Nein, ich bin genau reingerast. Boah, steine Maschine, die du da hast. Ja, ich habe ein Fahrrad. Du hast... Ja, ein Fahrrad ist viel cooler, ja, oder? Cooler, ja. Ja. Wie bitte es? Ach, kennt ihr noch Sengo? Sengo, Sengo ist auch ganz lustig. Sengo, 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 Sengo. Ja, Sengo. Wie bitte es und Sengo sind ja immer verfeindet und so. Ja, ja, die beiden, so. Ich sag's dir. Die sind nicht gerade lustig, so. Yay, mach kaputt. Und das war's. Habt ihr noch was? Nö, habt ihr nicht. Keine Ziel mehr. Zack und weg. Ja, zack und weg. Das war's. Der Weg ist zu Ende. Na, 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 na. Hättest du wohl gerne. Welche Stadt war nochmal hier unten? Route 18. Fuchsania City. Ah, oh, wie ich die Melodie mag. Hier kriegt man auch Fossilien her, ne? Ich glaube hier war das, oder? Ne, gar nicht wahr. Aber irgendwie, ich glaube im Original bekam man hier Fossilien irgendwie so. Bam, 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 bam. Selbe Melodie in Azuria wie Azuria City. Ah, so war's. Okay, wir haben hier schon... Surfen will ich noch nicht so wirklich. Was war hier unten? Alabas... Das ist die Zinnobel-Insel. Hier können wir... Warte mal, ich muss euch das noch zeigen.
Da können wir später Arktos finden. Da ist übrigens auch eine Arena drauf, das ist lustig. Ja, eine Insel. Anastia! Adania City! Da will ich hin, ich will da jetzt hin. Aber da muss ich surfen für. Hab ich Schutz? Ich will nach Vertania City. Ich bin auf dem Weg nach Vertania City. Ich darf nicht. Die störenden Felsbrücke wurden beseitigt, aber bis der Erdboden gegeben und begehbar überwacht wurde, werden kann, dauert es noch. Nein, ich darf nicht nach Vertania City. Aber ich will auf dem Weg zu Vertania City sein. Wo komme ich hin? Ach, jetzt bin ich wieder auf der Route, ne? Ach, hier unten kommt doch Suicune wieder gleich, oder nicht? Ich meine mich an etwas erinnern zu können. Oh mein Gott, ihnen ist das runtergefallen. Sato. Ich hatte Sato mal ein Shiny, muss ich dazu sagen. Auf meiner Samari habe ich es gefunden in der Safari-Zone. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sein, der Unterschied zwischen einem Shiny Natu und einem Shiny... nicht shiny ist da echt, boah, der ist ja so gravierend, das macht den Weltunterschied. Dunkelgrün und hellgrün. Ich finde das so genial, ne? Nein. aber gut, es ist shiny. Muss man dazu sagen. Und nicht gerade Bodo. Was will denn der Bodo von mir? Will der, dass ich den Erdbodo gleich mache? Nimm das Item mit. Rosenrauch. Was? Rosenrauch. Was haben denn die Rosen geraucht? Hosbros. Ich will gegen mir gerade nicht den Part beenden. Ich weiß nicht wieso. Das bereue ich nachher beim Upload. Da ist Suicune. Seht ihr es? Suicune. Oben rechts im Blickwinkel. Mein Pokémon-Team zu sammeln hat mich viel Mühe gekostet. Los, kämpfen wir. Tun wir das? Pokémon-Fan ernst. Wieso Sam? Wieso? Pisa! Los! Stirb! Ich weiß, ich turne hier gerade sinnlos rum, aber ich will einfach gerade sinnlos rumtouren. Chigi! Chigi, Chigi, Chigi. Chigi, warum habe ich nicht Pokémon-Wechsel gemacht? Nicht die Lappen. Egal, komm, wir kriegen Chigi auch so down. Town! Was, Town? Geht doch. Levelunterschied FTB. Glumander! Pokémon wechseln und Lapirassi rein. Okay, mach tot. Aquavelle. Und tschüss. So, ernst. Uha. Tot dir. Suicune. Hops, 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 hops. Da bist du auch. Da bist du ja. Das bist ja du jetzt leer. Aber dieses Mal schaffe ich es wirklich. Ich bin den ganzen Weg hier bis hierher gereist. Und wenn ich will. Und nun. Ach, mein Gott. Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist und weiß nun wieder etwas. Genau, wo Suicune hin war. Eigentlich würde ich mein Wissen ja für mich behalten. Aber vor Suicune will ich ganz offen sein. Daher will ich dir einen kleinen Hinweis geben. Azuria City, nördliches Ufer und luftige Höhen. Dort soll man diesem Pokémon angeblich begegnen können. Wo genau das sein soll, weiß ich selber auch noch nicht. Es wird also ein Wettlauf zwischen uns beiden. Wer es zuerst herausfindet. Ich weiß, dass es in Azuria City so ist, ne? Was gibt es jetzt der? Versuchung will ich gar. Okay, das weiß ich doch. Bla bla bla. Gut, damit sind wir uns einig. Verdammt! Noch ein Trainer. Stark! Wie ein Fliegengewicht. Was? Fliegen sind gar nicht. Fliegen sind gar nicht stark. Oder meinte er sich? Ich bin so stark wie ein Fliegengewicht oder. Ach, egal. Ja, Habitat. Ich mag Habitat nicht. Aber habe ich dazu... Genau, da habe ich auch letztens noch ein Bild so auf Facebook gepostet. Ja. Wieder hier, Facebook, ne? Facebook, Facebook, Facebook. Was ist da los? Und zwar aus der allerersten Pokémon-Folge, die es gab. Ladungsstoß. Mach es tot. Und zwar ist das die Szene, wo Ash Pikachu sozusagen beschützt. Weil es von Habitats on Mars... bedroht wird. Also wirklich einen ganzen Schwarm Harbitag. Eine Attacke vergessen. Für Juwelenkraft. Juwelenkraft ist eigentlich eine ziemlich geile Attacke, muss ich zugeben. Ich würde Ladungsstoß jetzt gerade wegmachen. Ich mache Ladungsstoß weg. Weil wir haben Stärke, das ist ein VM, das geht nicht weg und ja. Ja, damit bist du platt, was?
Ja, hier, du Nummerbettler. Ja. Ah, nee, Leute. Ich denke mal, das reicht jetzt langsam hier. Das ist ein 35-Minuten-Part. Was ist da los mit mir? Beste Idee war das. Und ja, das gilt es noch zu erkunden jetzt. Ich würde sagen, wir begeben uns dann nächstes Mal wieder eine Arena. Also in eine Arena rein. Warum fahre ich eigentlich diesen unnötig langen Weg? Egal, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und ansonsten, ja, schreibt einen Kommi und so weiter. Findet ihr das auch cool, dass man Kanto so halt eben erkunden kann, wie man will? Oder einfach einen idealen Weg da folgt oder irgendwo lang geht und dann geht man halt weiter. Also ich persönlich finde es richtig cool gemacht, dass man Kanto so selbst noch erkunden darf und nicht irgendwie so einen vorgegebenen Weg jetzt hat. Ist zwar ein bisschen schade, dass es hier keine Story mehr an sich so gibt, aber gut, man kann damit leben, finde ich. Ist ganz cool und vor allem, es gibt so viele legendäre Pokémon jetzt hier noch, die man fangen kann. Also wirklich, das ist Hammer. Ich sag aber auf jeden Fall, schreibt es mir in die Kommentare rein. Guckt auf Facebook mal vorbei, da habe ich ja jetzt ziemlich oft erwähnt und so. Und schreibt mir auch vor allem in die Kommentare, ob ich das, was ich am Anfang des Parts gemacht habe, nochmal machen soll oder lieber nicht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut da rein, bis dann und ciao!